Ja, herzlich willkommen bei Felgenrenninger. Heute Teil 2 von unserem Classic Felgenbild 2021. Mega krasse Felgen, Magnesium, BBS. Ich raste aus. Wie auch immer. Das muss ein Magnesiumsatz dabei. Ja, aber die anderen sind BBS und OZ Futura. Ja. Juhu. Ja, wir hatten im letzten Video die BBS RS, über die wir gesprochen haben, die wir zusammenbauen für einen Kunden. Jetzt machen wir BBS E50. Hat nämlich ein Kunde bei uns bestellt. Hatten wir, glaube ich, schon mal gezeigt, In oder? Gold. Wobei ich Gold auch die geilste Farbe finde. Naja, Wir für. haben aber letztes Jahr zwei Sätze in. Ist doch ein bisschen kühl, ich muss doch meine Arme hier runter machen. In Silber gemacht. Für Ich den habe sogar Silber, ne? aktuell. Ah, ich weiß nicht, wann das Video kommt, dann ist er vielleicht schon weg. Ihr könnt es versuchen. Ich habe aktuell einen Satz 4x100 in Silber sogar lagernd. Ja, vielleicht seid ihr schnell, vielleicht ist er noch da. Aber ich weiß gar nicht, wann kommt denn das Video? Das dauert noch ein bisschen, bis das kommt, ne? Mitte März. Wird knapp. Weiß ich nicht, ob er dann noch da ist. Werden wir aber auf jeden Fall ein Video drüber machen, wenn wir da ein Rad zu bauen. Ne? Gut. BBS E50. Haben wir schon einige Videos drüber gemacht. Magnesium-Felgenstern. Das Geile ist, ich habe sogar gerade einen Stern hier zu liegen, der noch roh ist. Den hole ich jetzt mal. Den packen wir daneben. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht, wenn das roh ist. Der ist nämlich hier unten. Da kann ich mal hier, guck mal. Das kannst du aber zeigen. Unser Tisch hier im Büro. BBS E50 und ein kurzes KW-Gewinde für den Golf 1. Warum hast du denn das? Haben wir das nicht schon in einem Video gesagt? Ja, irgendwann haben wir das mal Da kommt gesagt. auch noch ein Einbauvideo, weil das Luftfahrwerk schmeißen wir, hoffentlich kippt das jetzt nicht um, ich stelle es mal hier drauf, schmeißen wir aus dem Golf 1 raus. Ich habe nämlich keinen Bock auf Luft im Golf 1 Boomerang. Deswegen fliegt das raus und da kommt ein kurzes KW-Gewinde rein. Übrigens, geil, KW-Gewinde ist direkt vom KW. Ist sogar mit Gutachten. Tiefe Version, ne? Ist eine gekürzte, tiefe Version. Guck mal, unter dir steht der Karton. Haben wir es schon mal gezeigt? Ich glaube ja, doch. Wir haben, na, gezeigt nicht, aber Oder im Livestream? Ich glaube, im Livestream haben wir es gezeigt, ja, ne? und drüber geredet haben wir schon mal in einem Also Video. für die Leute, die nicht im Livestream dabei sind, immer mittwochs 18 Uhr, es lohnt sich, weil ab und zu zeigen wir da Sachen, die wir nicht hier in den Videos zeigen, ne? Und ihr könnt direkt fragen. So. Da sieht man auch mal, dass es verschiedene Bundhöhen gibt von den E50 Sternen. Ne? Im Endeffekt ist die Gussform immer die gleiche. Ich drehe das mal hier so ein bisschen. So. Die Gussform ist immer die gleiche. BBS fräst sich dann quasi oder dreht sich. Dann aus der Gussform sieht man ja hier, die Kanten werden abgedreht, die Löcher werden gedreht, gefräst. Was ist denn? Gedreht oder gefräst? Ich mache Das das jedes Mal falsch. gefräst. Bei gefräst steht das Bauteil und das Werkzeug dreht sich. Und bei drehen ist es so, dass das Werkzeug steht und das Bauteil sich dreht. Wenn ich jetzt was falsch gesagt habe, tut es mir leid, aber so habe ich es mir wenn, gemerkt. Wenn Matze das Video sieht, siehst du Matze zu Hause. Auf jeden Fall fräst BBS Motorsport dann quasi die Löcher, das Mittelloch. Ne? Hier kommt dann noch als Schlagzahl, würde ich jetzt sagen, ist das Guss, die Gusswoche, das Datum rein, also 30. Woche, wir können ja nochmal umdrehen. Das Rad ist in der 30. Woche 2020 produziert. 3020. Ja, da siehst du schon, dass das geschlagen ist. Ja. So, dann wird die Bundhöhe. Das sieht sogar per Hand geschlagen aus irgendwie, weil das so kreuz und quer ist. Dann wird nochmal markiert, die Anzahl der Sterne, die produziert werden. Die Teilenummer ist drin von dem jeweiligen Felgenstern. 02, so fangen alle BBS-Sterne an. BBS Motorsport-Sterne. 50 steht für E50 und die 421, daran erkennt man, welcher Stern das genau ist. Also, wenn Sie in Ihr System gucken, wissen Sie da genau. Genau. Wie jetzt hier zum Beispiel 02, 50, das ist die 311. Der fünfte Stern, der davon produziert wurde. So, Rückseite. Schrott. Das wird dann natürlich nochmal übergefräst, das sieht man ja hier auch. Ne? Und da wird quasi die Bundhöhe angefertigt, zum Teil auch hier mit Taschen nochmal mit drin. Ich kann jetzt gar nicht sagen, für was der Stern genau ist. Na, ich denke mal für den Schrott. Ne, so wie es aussieht, haben sie hier das irgendwie das hier falsch gefräst, denke ich mal. Ne? Diese Kante fehlt hier nämlich. Ja, das ist jetzt ein Musterstern. Ich wollte einfach mal einen haben, damit man auch mal euch was genau erklären kann. Und natürlich als Deko. Ne?
damit wir euch mal ein bisschen die Details zeigen können. Ne? Na, ist schon wichtig, finde ich, sowas zu zeigen. Ne? Ja, ihr habt ja da drüben auch noch, haben wir auch noch mal die Variante zu stehen als E52. Hier haben wir, das ist ein ganz alter Stern, ein E55, deswegen ist der auch schon so angegriffen. Ne? Für Deko aber perfekt, in 17 Zoll. Ne? E50, E55 kann man bauen, 15 Zoll Flachbett, 16 Zoll Stufenbett, das ist das, was wir da am Tisch bauen. Oder das hier sogar als 17 Zoll Doppelstufenbett, dann ist die Kante hier größer, kann man 17 Zoll bauen. Mhm. Hier über uns auch nochmal E50 mit einem extrem seltenen 18 Zoll Bett. Die gibt es nicht mehr. Die sind Goldstaub. Und da habe ich welche von. Welche? Vier Stück? Vier Stück habe ich davon. Innen und außen? Nee, nur Außenbetten. Aber Innenbetten wäre jetzt nicht das Problem. Da kann man auch aus dem Zubehör was anfertigen lassen. Sieht innen sowieso keiner. Mhm. Also da würde ich jetzt nicht so einen Wert drauf legen. Außen ist mir wichtiger, weil das halt wirklich original ist mit der Kante, mit dem Step drinne, ne? Mit der Motorsportkante, weil das kriegen die im Zubehör nicht hin. Finde ich extrem geil. Und Jungs, steht nicht zum Verkauf. Irgendwann bauen wir da mal was Geiles mit. Ne, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, auf dem 3er Golf oder auf dem Corrado in 18 Zoll. Corrado. Ne, E50 oder sogar E26 könnte ich mir auch gut vorstellen. Ne. Ich habe Dings. Ich bin wieder voll drin im Felgengeben, im alten Felgengeben und habe mir ein paar Suchlisten gemacht für alte BBS-Felgen und alte OZ-Felgen. Irgendwie hat mich das wieder gepackt. Also für mich selber. Mhm. Sonst habe ich ja immer so, ja, wenn ein Kunde was gebraucht hat, haben wir danach gesucht oder wenn der Preis mal gut war, haben wir gekauft. Aber ich habe echt nicht mehr so viel gesucht, aber jetzt bin ich wieder voll drin. Habe auch schon ein paar Kunden angeschrieben. Ist krass, wie die Preise aktuell explodieren. Ne? Also da sind Sachen dabei, die hätte ich sonst nicht für das Geld vor ein paar Jahren gekauft. Man, ich habe zu der Zeit noch BBS RS in 17 Zoll gekauft, wo ich mich aufgeregt habe, dass die einen Tausender gekostet haben. In unrestauriert. Hm. Ne? Jetzt zahlst du, keine Ahnung, für einen krassen, also für einen unrestaurierten Satz 2.500 bis 3.500. Also wo du noch was machen musst quasi in dieser Qualität, ne? Wo du dann noch komplett restaurieren musst. Mhm. Über BBS hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Die waren ja insolvent, beziehungsweise weiß ich, sind sie immer noch insolvent, aber KW hat ja zugeschlagen, KW hat BBS gekauft. Ehrlich jetzt? Ja. Da ich nicht mitgekriegt. Nee? KW hat BBS gekauft? Ja. Krass. Ich weiß nicht, ob der Vertrag schon unterschrieben ist, da will ich jetzt nichts Falsches erzählen, ne? Wieder nur gefährliches Halbwissen von mir. Ich weiß aber, dass die kaufen. Beziehungsweise, bis wenn das Video draußen ist, können sie den auch schon unterschrieben haben, ne? Ist das offiziell oder ist das schon wieder hier? Ist offiziell. Also es erzählen ganz, ganz viele. Ach so. Auch schon seitens von Leuten, die mit BBS zu tun haben. Ja, auf jeden Fall finde ich es geil, dass die KW da mal reinspringt, weil ich das Konzept von KW für Händler sehr, sehr geil finde. Dass hier nicht mit diesem ganzen Preisgeramsche und weiß ich, wenn du als Händler 25% hast, aber 17,5 weitergibst an den Kunden, nur damit du die Räder verkaufst, ist halt Mist. Ne? Und da ist KW halt wirklich, da hauen sie den kleinen Händlern, die im Endeffekt nicht mal einen Laden wie wir haben, sondern aus der Garage verkaufen, den hauen die da schon auf den Finger und lassen das auch gar nicht zu. Das finde ich schon ganz cool. Ne? Auf jeden Fall, jetzt habe ich schon so oft auf jeden Fall gesagt, ne? Mhm. Bin ich gespannt, wann es da startet, also was da Neues kommt. Ich habe auch durch die Blume gehört, Richtung Classic. Classic-Felgen. Mehr darf ich nicht verraten. Aber ich habe es ja auch nicht geleakt, sondern es wurde schon mit den Classic-Felgen in einem anderen Video von BBS. Ihr könnt ja mal bei BBS auf der Seite gehen, auf die Seite gehen, YouTube-Seite BBS. Da wurde hinter vorgehaltener Hand schon mal was von Classic-Felgen erzählt. Finde ich geil. Hatten wir nämlich gerade erst im Livestream. Ich habe gesagt, die sollen das BBS CH-Rad in 17 Zoll bringen wieder. Es gab es ja schon mal in 17 Zoll, das alte Motorsportrad, wo der Schriftzug Motorsport noch eingegossen war. Mhm. Würde ich richtig geil finden, wenn die das so in 7,5 und 7x17 bringen würde, mit 4x100, 5x100. OZ macht es ja auch und verkauft gut an die Golf-Generation damit. Schön im Classic-Bereich, Super Turismo zum Beispiel. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die jetzt so um die 1000 Euro die Räder liegen würden in 17 Zoll, dass da schon einige zuschlagen würden. Und damit sogar ihren Replikarädern den Rücken kehren würden. Ne? Denke ich auch. Ja. Würde bei dir auf dem 3er Golf auch gut aussehen. Ah, ne? Mir gefällt die nicht. Die CH? Auf dem Golf 2, Golf 3 geht gar nicht. Oh, mega schickes Rad. Nee. Mega schickes Rad. Da gebe ich meine OZ nicht her. Ja. Nee, sind beide geil. Aber ich mag das CH-Rad, dieses Oldschool-Optik, dieses Runde, mit dem Motorsport noch eingegossen.
Finde ich geil. Das Einzige, was ich da mal noch machen würde, wäre E87. Aber leider ohne Eintragen, also daher... Ja, das werden wir irgendwann auch nochmal machen. Also nicht das Eintragen, sondern so ein Radsatz. Mhm. Dann für bei dir auf dem Hof fahren. Ne? Eine Halle vor und zurück. Auf oder auf dem Trailer und dann damit durch die Gegend fahren. Und du sitzt hinten im Trailer drin mit Fenster runter und ich ziehe den mit der G-Klasse. Na, wenn man die Bilder dann geschickt macht. Auf der Autobahn fällt das gar nicht auf. Genau, ja. Muss man bloß gucken, da die Räder... Könntest du sogar drehen. Machen, dann so mit Hände raus und die Felge putzen, ne? Wie sie alle machen. Gut, BBS E50 ist bei denen zum Beispiel, das Schwarze hier sind die Einziehmuttern. Das heißt, die Einziehmuttern oder die Muttern sind immer schon im Stern drin. Der Stern kommt von außen drauf, Innen-Außenbett von innen gegen. Da ist auch eine Zentrierung dafür da. Und dann kommt von der Rückseite eine Schraube reingeschraubt, keine M7. Ach, da oben bist du, ja. Keine M7, wie ich in der Hand habe, sondern eine M6. Ne? E50 sind, oder allgemein BBS Motorsport, E50, die kleinen sind alle M6. Ne? Und zieht sich quasi fest. Es kommt noch ein Dichtring dazwischen. Zeige ich aber gleich nochmal alles. Ich wollte nur allgemein mal erklären, wie das funktioniert. So, sehr cool gemacht mit den Einziehmuttern, weil das, der Satz baut sich wirklich leicht zusammen. Ne? Ja, ohne Gegenhalten und so. Ja, genau. So, dann auf Original BBS Motorsportbetten sind immer Sticker drauf. Das heißt, ihr seht da immer, was, um was für ein Bett es sich handelt. Ne? Das ist ein 4x16, das heißt ein 16 Zoll Außenbett und ein 6,5x16 Innenbett. Ne? Das ist aber breit, oder? Das ist jetzt die breite Variante. Also im Endeffekt bauen wir eigentlich, ich habe jetzt bloß mal die großen hier draufgelegt, das 6,5 ist eigentlich das vordere Innenbett. Mhm. Das heißt, wir bauen 8,5 und 9,5 für die Corvette. Ach so. Hatte ich schon gesagt, dass es eine Corvette ist? Nee, haben wir... auf jeden Fall wisst ihr, dass es für eine Corvette ist. Also der Satz ist für eine Corvette. 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 Hast du ja gemerkt. Hast du noch mal, wolltest du nochmal sagen, noch Corvette? Corvette, Corvette. Corvette. Was, ne? Für eine? Eine Corvette. Genau. Also müsst ihr eigentlich hier ein 5,5 nehmen. Ne? Mhm. 5,5 und 4,5 sind 9,5. Nach Adam Riese, ja. Genau. Ja, original... Motorsportbetten erkennt ihr auch daran, umgelegte Motorsportkante. Hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich zeige es trotzdem nochmal. Ne? Weil zum Teil auch Nachbauten im Netz sind, die gerne als Original verkauft werden. Ich habe kein Problem mit Betten aus dem Zubehör. Ne? Verbauen wir zum Teil bei Rädern auch, wo es keine Originalbetten mehr gibt. Ich habe nur ein Problem damit, wenn die als Originalware verkauft werden. Das finde ich schon schlimm. Man sollte da schon dem Kunden sagen, ey, das ist keine Originalware, ne? Weil das ist auch immer eine Preisfrage, ne? So ein Bett aus dem Zubehör kostet natürlich bedeutend weniger, als wenn du ein Originalbett vom BBS Motorsport nimmst. Aber das hat halt die Kante nicht und auch nicht die Qualität. Ne? Ist nicht schlecht, aber deswegen die Preisunterschiede. Weil wir haben ab und zu Anfragen, oh, der und der, da kostet das aber nur so und so viel. Ne? Das ist dann aber kein Original-BBS. Ne? Und das ist mir immer wichtig. Ne? Weil ich bin der Meinung, gibt es die Teile original noch neu zu kaufen, auf jeden Fall die neuen nehmen. Gibt es die nur noch im Zubehör? Na, dann will man natürlich seinen Satz trotzdem haben, dann kann man auch gerne mal aufs Zubehör zugreifen. Ne? Gut, ja, Innenbett. Jetzt habe ich keinen Dichtring geholt. Asche auf mein Haupt, ich habe keinen Dichtring geholt. Jungs und Mädels, die zugucken, hier kommt quasi ein Aluminium-Dichtring rein. Der hat eine Gummilippe dran zum Abdichten. Dann kommt das Außenbett drauf. Und dann kommt der Stern rein. Wenn ihr sowas mal selber baut, kleiner Tipp, Ventilloch, wisst ihr, wo das ist? Sucht euch eine Stelle am Stern und baut dann alle vier so zusammen. Ne? Nein, so fetisch hier wieder. Ja, weil hier ist zum Beispiel die Nummer und das Ventilloch. Ne? Wenn ihr jetzt das aber frei Schnauze baut, dann ist mal hier die Nummer, dann sieht das komisch aus. Ich finde, da sollte man alle vier schon gleich bauen. Ja. Ne? Sieht halt optisch geiler aus. Was wir immer noch machen, ist nochmal eine extra Dichtnaht ziehen. Und ich mache immer Aufkleber auf Aufkleber. Muss aber jeder selber wissen, ob er es macht. Ich finde es halt nur cool, wenn man es sieht. Mhm. Dann ziehen wir mit einem MS-Polymerkleber eine Dichtnaht, nachdem alles zusammengebaut ist. Das liegt daran, die Dichtringe, die sind für die Rennstrecke gedacht. Und dafür gedacht, wenn mal auf einem Nürburgring eine Curb mitgenommen wird oder irgendwas anderes und ihr müsst schnell das Bett tauschen, weil ihr keinen zweiten Satz in eurem Kofferraum habt. Dann könnt ihr den Satz auseinanderbauen, das andere Außenbett drauf machen, wieder zusammenbauen, dann hält das dicht und ihr könnt das Rennen quasi weiterfahren. Auf lange Zeit gesehen hält das aber nicht immer dicht. BBS Motorsport sagt selber, einmal im Jahr das Ganze prüfen. Wenn ihr sogar die Dinger im Rennbetrieb richtig fahrt, sogar den Stern einschicken und Rissprüfung machen. Könnt ihr bei BBS Motorsport zum Beispiel. Oder uns das direkt schicken und wir leiten es dann weiter. Ne?
Da aber die meisten Kunden das nur für Showzwecke nehmen, das heißt gar keine Rennen fahren, muss so ein Satz nicht jedes Jahr geprüft werden. Da aber die Dichtnaht mit der Zeit irgendwann Luft lässt, empfehle ich immer, die Dinger abzudichten. Ne? Man könnte jetzt noch, wenn man total durchdrehen will, das Innenbett, das ist ja blankes Aluminium, das könnte man jetzt nochmal Pulver beschichten lassen. Ist Geschmackssache, kostet natürlich extra, kann man auf jeden Fall machen. Dann auch einige Kunden lassen sich die Betten nochmal extra aufpolieren, weil die sind halt nur maschinell poliert vom BBS. Auch die ganzen Betten aus dem Zubehör, da kann man immer noch mehr rausholen, ist aber halt mit Aufpreis verbunden. Ne? Ja, das Ganze zusammenschrauben. Wichtig ist Loctite, also Schraubensicherung nicht vergessen, beziehungsweise die haben wir sogar im Online-Shop, dann aber nicht vom Loctite, sondern wir haben es von einem anderen Hersteller. Könnt ihr aber bei uns im Online-Shop bestellen. Ja, das Ganze zusammenbauen, 48 Stunden den Kleber trocknen lassen, dann ist das Rad fertig. Und dann erst den Reifenwurf, ne? Genau. Wenn ihr natürlich Rennen fahrt, habt ihr den Dichtring dazwischen, dann braucht ihr das nicht machen. Ne? Also es gibt ja wirklich, ich habe auch Kunden schon gehabt, die haben das für einen Rennbetrieb gekauft bei uns. Das ist doch gut. Ja. Ne? Finde ich auch gut. Ja, Stern gibt es in zwei verschiedenen Varianten, also von der Farbe her in Silber und in Gold. Gold ist natürlich übelst klassisch. Ich finde auch 16 Zoll geil. Ne? Das muss im Auto passen, ne? Ja, ich habe zum Beispiel auf dem 2er Golf die E55 damals auch in 16 Zoll gefahren, weil es da einen geilen Reifen zu gab und weil es optisch geil aussah. Ne? Und, ja, 17 Zoll ist immer so eine Sache mit dem Reifen, ne? Wir werden aber, ich kann das ja schon mal leaken, für den Golf 2, für den Boomerang, habe ich mir geschworen, diesmal 17 Zoll zu bauen. Ich verrate noch nicht, was für ein Felgenstern, aber wir werden definitiv 17 Zoll bauen und ich will ihn auch komplett fitten vorne und hinten. Hast du letztens im Livestream schon gesagt, was für ein Felgenstern du fahren willst? Ja, die Leute, die uns kennen, die werden sich das auch denken, was für ein Felgenstern ich da fahre. Aber das Finish verrate ich nicht. Das Finish, was wir fahren, habe ich noch nie für mich für einen Satz Felgen gebaut. Ich habe das Finish schon mal einmal für jemand anderes gebaut, verrate ich aber nicht, wer das ist. Aber noch nie für mich selber. Und da freue ich mich schon drauf. Ist das dann nachher so eine Geschichte wie mit deinen Carbon-Verbreiterungen, die du dann schwarz überlackiert hast? Oder ist das dann gut überlegt? Das Finish, was ich mache, ist komplett mein Geschmack. Und es wird genau so sein, dass entweder liebst du es oder du hast es. Hm. Es wird aber zum Konzept von dem Auto passen. Ja, gut, ja. Meiner Meinung nach. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das gut hinkriege, konzepttechnisch. Also ich kann mir oft in den Kunden reindenken und ihm schon in eine gewisse Richtung lenken, was halt gut aussieht. Und wenn ich merke, weiß ich zum Beispiel, der hat ein blaues Auto und der will einen roten Felgenstern haben und das sieht halt bescheuert aus, dann sage ich ihm das natürlich auch. Und das muss schon farblich so ein bisschen passen, auch mit Komplementärfarben. Ne? Habe ich mich mit beschäftigt. Komplementärfarben. Weißt du, was das ist? Ja, ich hatte Kunsthauptfach. Ja? Oh. Ja, aber musst du drauf achten. Ne? Da gibt es Sachen, die beißen. Wir hatten es im Livestream. Ich hatte damals BBS RF verkupfert. Mhm. Echt Kupfer haben wir die gemacht. Haben die auf einem roten Golf gepackt und es sah einfach aus, der rote Lack hat das Kupfer aus den Felgen gezogen. Das sah überhaupt nicht mehr krass aus. Hast du sie aber auf ein grünes Auto gemacht, ne? Weil wenn Kupfer anläuft, wird es ja grün. Sah mega geil aus. Mhm. Ne? Und da muss man schon drauf achten, die Geschichte, die wir hier bauen, für den Golf nachher, wird so in die Richtung gehen. Ne? Trotzdem werden Leute sagen, das kannst du nicht machen so, ist mir egal. Ich will, dass es meins, ich baue das so. Und ich denke, dass es cool aussehen wird. Ich finde Kupfer gut. Also hätte ich jetzt einen grünen Golf 2, würde ich da auch irgendwas mit Kupfer lasiert oder sonst was machen. Das war jetzt erstmal die Variante zu den 16 Zoll. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch mehr gefällt. Gold oder silberner Felgenstern? Gold. 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 Ja, schreiben jetzt alle Gold unten rein. Hoffentlich alle Gold. Pass auf. Dings sein... Sima BMW. Ja. Da haben wir sie in Silber gemacht. Könnt ihr mal in unsere Videoliste gucken. Und zwar von Hebo. Ich weiß jetzt nur seinen Nickname. Ich weiß seinen richtigen Namen nicht. Hebo E23 auf Instagram. Für den haben wir 17 Zoll E50 in Silber gebaut. Und sahen sie fett aus? Sahen sie fett aus? Ja, sah gut aus. Auf dem Auto? Sah gut aus, ja. Besser aus als Gold auf dem Auto. Ja, E50 haben wir jetzt einmal die 16 Zoll Variante. Haben wir noch nie gezeigt euch. Haben wir jetzt einmal gemacht. Werden wir sicherlich auch nochmal öfters zeigen. Ne? Ja. Wenn ihr Fragen zu der ganzen Geschichte habt, entweder schreibt ihr die unten in die Kommentare und dann versuchen wir die zu beantworten oder ihr kommt mittwochs 18 Uhr zu uns in den Livestream. YouTube. Jeden Mittwoch 18 Uhr können wir ein bisschen detaillierter auf die Fragen eingehen. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich habe hier schön alles angegrabbelt. Ne? Meckert bestimmt wieder einer. Hast du nicht einen Radsatz vergessen? Ach so,
Stimmt. Dann machen wir jetzt aber noch einen dritten Teil draus, oder? Na gut. Wie lange haben wir? Wir haben jetzt schon wieder so lange gequatscht, ne? 20 Minuten. 20 Minuten, dann müssen wir einen dritten Teil. Die Räder haben auf jeden Fall einen dritten Teil verdient. Also, Jungs, dritter Teil nächsten Sonntag über OZ Futura. 17 Zoll. Mal was ganz Neues. Auch wieder andere Bauweise. Futuros haben wir nur einmal gemacht, die Originalen, die wir hatten. 8,5x19. Ja, und bloß gezeigt. Genau. Da zerlegen wir das Ganze einmal und zeigen mal einzeln. Also der ist schon zerlegt, aber wir zeigen euch auch nochmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Nächsten Sonntag einschalten. Tschüssing. Chris. Haut rein. Ciao, ciao.